So, hallo. Wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Die Versiegelung der Verheerung steht bevor. Wir haben alles ausgerüstet, was wir brauchen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Aufbrechen. Das könnte die letzte Mission sein. Aber das ist doch... So weit seid ihr also gekommen. Natürlich. Ihr verfluchten, elenden Quälgeister. Diese Gestalt. Yo, was? Ich werde euch auslöschen. Das ist mein Schicksal. Das Ding ist ein Roboter. Nachdem kann unserer sie das selbst auch? Die durch den Blutmond wiederbelebten Monsterhorden niedergeschlagen hatten, war für Link und die anderen endlich der Weg nach Schloss Hyrule frei. Doch eine weitere, letzte Prüfung erwartete sie bereits. Wie wird ihr Kampf um das Schicksal Hyrules wohl enden? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Denn mittlerweile ist der Kanon von Breath of the Wild ja komplett raus. Also Breath of the Wild kann so, wie es jetzt ist, ja überhaupt nicht mehr stattfinden. Na, es ist also definitiv eine eigene Zeitlinie, in der wir spielen. Also könnte theoretisch die Versiegelung tatsächlich verheert werden. Möglich wär's. Na komm, geh auf Laden jetzt da. Danke. Yo. Also, wir sind wieder im kompletten Schloss Hyrule unterwegs, ne? Ja gut, aber okay, ganz ehrlich, wenn die Kisten ja eh eingezeichnet sind, Krog suchen dürfte jetzt hier nicht das größte Problem sein, weil es ja auch nicht so viele Gänge gibt. Ne? Es sind ja alles sehr enge Gänge. Also, das sollte hinzukriegen sein, sich da umzugucken. Wir sind ja eh eigentlich dann überall unterwegs. Sind wir alle am gleichen Punkt? Wir sind eh alle am gleichen Startpunkt, okay. Das sieht die Verheerung gar nicht. Ja, okay, machen wir. Easy. Yo. Gleich mal ein A aufladen. Aber hier jetzt allerdings auch wieder, ne, in der Grafik. In dieser Grafik jetzt Krogs finden, ist auch dann nicht so das Spaßigste. Da sieht man ja überhaupt nichts. Oh Gott. Alter, was hier los ist. Okay, hier komme ich dann nur von oben runter oder so. Ah, ich verstehe gar nichts. Ach, da gehe ich hier rein. Okay. Darf ich jetzt mal noch nicht reingehen? Wo sind jetzt die anderen eigentlich hin? Sind die schon abgehauen? Was ist hier eigentlich? Achso, da komme ich noch. Ah, hier ist so Glibberzeug, da komme ich noch nicht durch. Ich muss erst ins Schloss rein.
I see. Ja gut, dann gehen wir ins Schloss rein. Das sind die anderen wahrscheinlich auch schon hin. Ja, deswegen wird... Ah, da wird schon gekämpft. Ich verstehe. Okay. Hier ist eine Truhe irgendwo. Okay. Hä? Achso, sorry. Hier ist eine Truhe eingezeichnet. Wo? Excuse me, bin ich blind? Wogegen kämpft ihr gerade so? Hä, wo ist die Truhe? Hallo? Die ist doch genau hier eingezeichnet. Taucht die erst auf, wenn dieses Glibberzeug weg ist? Also die ist doch wirklich genau hier eingezeichnet, wo ich jetzt stehe. Oder ist die eine Ebene unter mir dann? Ah, okay, die Truhensymbole ändern sich nicht. Okay, die Truhensymbole ändern sich nicht, egal in welcher Ebene ich bin. Okay, es könnte sein, dass die eine Ebene unter mir ist. Das ist jetzt im Prinzip so ein bisschen der Weg zurück, den wir am Anfang das erste Mal gegangen sind, ne? Ja, hier waren wir schon relativ zum Schluss. Hier haben wir gegen den Leunen gekämpft. Jo, okay, alles klar. Ich verstehe das. Ist okay. Was hat denn jetzt hinter Hinox da? Das wollte ich nicht. Sehr schön. Das wollte ich. Prima. So, jetzt ist hier eine Truhe dahin. Ist diesmal aber wirklich auf meiner Ebene, oder? Los! Nö. Ist sie wieder nicht. Na gut. Okay, hier kann ich jetzt mal ans Ende gehen und gucken, ob da irgendwas ist. Ja, also, ganz ehrlich, hier sind die Gänge halt wirklich, ne, da gehst du mal ganz kurz hin. Das ist jetzt kein langes Rumgesuche. Du läufst es halt kurz ab. Und das war's. Mehr machst du ja nicht. Hier geht man mal kurz da rein. Da ist nichts. Hier geht man mal kurz hier rein. Da ist auch nichts. Und dann geht man mal kurz oben rein. Ich meine, wenn ich ein Krog wäre, würde ich allerdings auch nicht hier hingehen. Ne? Also, keine Ahnung. Aber hier ist überall nichts gewesen. Okay, sehr schön, stabil. Da kann ich noch hier den Gang nach hinten gehen. Da ist auch nichts. Okay. Oh, ich kann die kaputt machen. Ja, gut. Ja, gut. Okay, so. Ich kann noch die Seite abgucken. Also, ich würde jetzt aber sagen, spontan in dem Raum ist kein Krog. Ich würde fast sagen, in dem ganzen Finale ist kein Krog. Ich weiß es nicht. Irgendwie passen die da auch nicht rein. Aber wie immer gilt, ich weiß es erst, sobald ich den ersten gefunden habe, sicher. Aber bisher war hier halt nichts. Okay, weiter hoch. Jetzt kriege ich zumindest mal meine erste Truhe. Mit einer Lichtschuppenlanze. Wehe, die ist stärker als die Mifa jetzt hat. Bin ich sauer. Weil jetzt habe ich die gerade erhöht mit ihrem Level, ne? Das wäre nicht so cool. Okay, was ist denn hier alles los? Hilfe. Ich dachte, ich kann das Sofa kaputt machen, aber dem war nicht so. Jetzt gehen wir erstmal hier nach hinten.
Besiege Ganons Flüche. Okay, es gibt jetzt 4 Wege und 4 Flüche wieder, ja? Okay. Aber dann kann ich doch theoretisch jetzt die anderen auch zu einem Fluch jeweils schicken. Wenn ich das so sehe. Also hier ist wahrscheinlich ein Fluch drin. Da ist aber schon jemand reingegangen. Ja, da drin wird schon fleißig gekämpft. Wir gehen mal weiter nach hinten. Und freuen uns eine Runde. Einen Vorposten einzunehmen. Weil es hier sowieso auch eine Truhe gibt, offenbar. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, die ist wohl auch wieder weiter unten. Oder ist die jetzt mal vergraben hier? Nein. Also ist auch diese Truhe weiter unten. Und hier ist... Wofür bin ich dann jetzt hier rein? Einfach nur, um das einzunehmen. Okay. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier an den Fluch ran. Oder... Hä? Mach ich doch die ganze Zeit schon. Warum zeigt ihr mir das jetzt an? Mach ich doch schon die ganze Zeit. Oh, wie nice der jetzt mittlerweile, wie schnell das jetzt runtergeht, die Anzeige, ne? Das haben wir ja gelevelt letztes Mal. Da haben wir einen Zusatz bekommen. Richtig stabil. Nice. Jo, wie schnell der einfach drauf geht. Aua. So, das war's mit dir. Wusch. Der erste Fluch hat sich erledigt. So, wir gehen mal kurz hier hin. Da ist eine Truhe eingezeichnet. Aber auch hier ist wieder gar nichts. Von außen wahrscheinlich, okay. Astor wurde von dem Wächter gestärkt. Ja, keine Ahnung, wo der Typ ist. Die Besessenheit Ganons hat die... Okay. So, aber hier ist jetzt eine Truhe. Oh, okay. Wow, ich bin gerade voll erschrocken, dass die einfach hier auftauchen. Da ist meine Truhe. Okay. Es gibt sie. Aber sie sind dann vielleicht hoffentlich zumindest da, wo Truhen sind. Wäre es recht einfach, die zu finden. So, was ist jetzt hier außen los? Da kam jetzt auch Popla. Oh, joi, joi, joi. Bin ich hier noch nicht fertig, habe ich den Eindruck. Wenn ich mir das so angucke, da gibt es noch ein paar Gänge zum Ablaufen. Zum Beispiel hier rein, da waren wir noch gar nicht, genau. Da sind jetzt 2 Truhen einfach. Hier ist eine Truhe. Vielleicht auch ein Krog. Ah, haben wir schon geholt. Ah, hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht runter. Hier kann ich noch sprengen. Schatzsäbel, okay. Und hier kann ich noch... Ah ja, das ist ein Krog. Oh, schade. Ich hätte schwören können, das ist was Wichtiges. Na gut, zwar ein Herzen, die sind auch ganz cool. Okay, das war der Gang.
Dann müssen wir jetzt noch den anderen Weg laufen. Links auch noch auf die andere Seite, ne? Da ist bestimmt auch nochmal ein Fluch. Erstmal hier lang. Und hier geht's runter jetzt. Komme ich hier schon weiter oder ist hier erstmal Schluss? Okay, da ist erstmal Schluss. Das ist erstmal gut. So, jetzt kann ich hier rein. Und ich kann hier rein. Aha. Aber hier ist einfach nichts. Okay, schade. Ah, hier ist der Ice Guy. Und hier ist dann ein anderes Tor, okay. Gehen wir erstmal hier runter zum Ice Guy. Wassertyp ist es ja, ne? Kein Eis. Weil hier sind zwei. Ne, passt. Ach so, nee, das ist. Ah, ja, I see. Der andere ist unter mir. Alles gut. Der andere ist unter mir. Die Karte ist da ein bisschen verwirrend tatsächlich, aber passt schon. So, hier. Es ist nice, wie schnell der runtergezählt wird, ey. Sehr gut. Hui! Damit ist selbst dieser leckerlich, dieser Flug jetzt relativ easy. Zumindest der Mission. Ja, das war's mit dir. 2 von 4. Na, sowas. Sehr gut. Also musste ich hier ja sowieso auch hin. Okay. Und da unten war nichts weiter, ne? Da ist zwar was eingezeichnet, aber das ist die andere Ebene. Genau. Gut, dann wieder hoch. Das war dann der Gang. Dann jetzt noch hier rein. Auch nix. Ah, das führt zu einem Elektromagus, okay. Und damit führt es zu einem neuen Vorposten. Und zu einer Kiste. Das ist auch in Ordnung. Ja, die nehmen wir mit. König Zweihänder. Nice. So, mein Vorposten. Schöne Rubine auch wieder. Die Frage ist, kann man hier noch irgendwas mitholen? Ist hier irgendwas noch zum Holen? Aber man bekommt ja Waffen und so, ne? Man bekommt ja diese Kisten. Das ist ja auch Belohnung. Ja, aber mehr sehe ich hier nicht. Gut, aber dann haben wir den auch eingenommen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alles gesehen. Dann können wir raus. Dann können wir jetzt wirklich die Treppe hochgehen. Das ist jetzt der einzige Weg, wo es weitergeht für mich. Gefühlt. Ah, da unten ging es nicht weiter. Das war das. Okay. Okay. Also dann raus und ein Stockwerk höher. Moin. Hier geht's raus. Ab nach oben. Hey!
mag diese Monsterhorden einfach, ne? Die wegzumetzeln, das ist so befriedigend. Auch wenn es ein bisschen laggt dabei. LOL. Spiel kann so viele Gegner nicht kompensieren. Ist okay, Spiel. So, hier ist wieder ein bisschen was vom Zorn. Der Zorn ist noch nicht verschwunden. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich laufen kann und wo nicht. Okay, da kann ich laufen. Ah, da ist der andere. Okay. Na dann, Kollege. Bin ja schon da. Aua. Einmal Feuerfluch ins Gesicht. Und das war's mit dir. Drei von vier. Wusch. So, ja, aber hier geht's ja jetzt gar nicht weiter. Oh. Mal wer da drin ist. Da ist dann das Finale, okay. Da ist dann der Kampf gegen Astor. Ich verstehe, aber ich verstehe jetzt noch nicht. Oh, wait a moment. Jetzt. Zu dem letzten Fluch komme. Irgendwo habe ich noch den Weg nicht. Irgendwo bin ich noch den Weg nicht weitergegangen. Wie komme ich zu dem Fluch hin? Ich meine, Roam ist bei dem Fluch. Aber Roam war ja auch am Anfang bei uns. Also der muss ja eigentlich... ...einen Weg gegangen sein, den wir gehen können. Hier wieder runter, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätte man hier zuletzt hochgehen sollen, ne, und da dann sozusagen dann gegen Astor kämpfen erstmal. Ich glaube, das wäre die Reihenfolge gewesen. Aber ich habe jetzt den Gegner von Roam noch nicht. Wie komme ich zu dem, wo Roam ist? Ich weiß, dass ich einfach zu Roam wechseln könnte, ne, bevor mich jetzt hier irgendjemand für blöd erklärt. Aber ich muss doch auch einen normalen Weg dahin geben. Roam hat sich doch nicht geportet oder so. Oh, oben ist der. Warte mal. Komme ich hier lang nach oben? Ah, ich bin blöd. Hier bin ich vorhin gar nicht weitergelaufen. Ich bin doof, alles gut. Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da sind nämlich zwei Wächterlies. Ich glaube, die sollten wir auch mal wegfrühstücken. Ganz dringend. So. Könnte mich auch ärgern. Ah, jetzt sind wir am Anfang. Okay, jetzt hat sich hier der. Jetzt ist hier die Runde rum. Verstehe. Das sind die Wächter, die es vorhin hieß, haben sich aktiviert, ne? Das müssen die sein. Okay, sehr gut. Da ist noch zu.
Ah, dann haben wir zu langsam den Rundkurs gemacht. Okay, sehr gut. Und da oben ist der letzte, das letzte, Ding. Genau, da läuft man einfach in die nächste Ebene rein. Deswegen sah es so aus, als ob der Weg zu Ende gewesen wäre, aber deswegen waren da auch die grünen Pfeile. Weil es da eben gerade nicht zu Ende ist. Au. So. Kurzer Prozess. Jo, was ist das denn? Ah, was immer es ist, ist egal. Ah, ich sehe halt sein Auge überhaupt nicht. Oh mein Gott, ey. Au, ich habe zu spät die Bombe ausgelöst. Na komm, ist egal. Einfach drauf. So. Gut, das war der Kollege. Jetzt dürfte der Weg zu Astor wahrscheinlich frei werden. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier noch lang. Da ist nichts, da ist eine Truhe. Ah, die, das war einfach die. Kommen wir jetzt hier zu Astor rein, weil jetzt soll ich hier anscheinend hier hin. Ah ja. Oh nein, jetzt kommt das Ding. I see. Das ist die Besessenheit Ganon, dieses Teil, okay? Gut, dann würde ich doch sagen, schließt man damit den Part ab, ne? Er bekommt aber ordentlich auf die Spitze. Ja, das war's mit dir. Oder auch nicht. Aua. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Jetzt war's das mit dir. Okay. Ja, ja. Gegen den kämpfen wir noch öfter, ich verstehe. Ich verstehe schon, gegen den kämpfen wir noch öfter. Gut. Aber dann würde ich sagen, an der Stelle schließen wir ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter. Tschüss.